Ausatmend deinen Atem in seinem natürlichen Fluss wieder kommen und gehen. Nimm einatmend nochmal wahr, wie du jetzt liegst, wie du dich jetzt spürst. Alles, was du wahrnimmst, gönne dir nur zu beobachten. Und dann beginne zu lächeln, sodass sich bis um die Augen herum kleine Lachfältchen bilden, ganz sanft. Lächle auch, wenn du das Gefühl hast, mir ist gar nicht danach. Zieh die Mundwinkel hoch. Und bleib lächelnd. Dann beginne dich mit deinem Lächeln zu räkeln, zu recken und zu strecken. Wenn du dich, wenn du soweit bist, über die Seite wieder ein zum Sitzen. Und wenn du sitzt, schließe deine Augen. Lass deinen Unterkiefer los und die Mundwinkel nimm nochmal mit zu den Ohren. Atme vollständig ein und lang und vollständig aus. Und mit deinem nächsten Ausatmen lass deinen Kopf nach vorne und unten sinken, während der Rücken lang bleibt. Wenn du wieder einatmest, nimm deinen Kopf über die Seite nach links, sodass du mit deinem inneren Blick über die linke Schulter schaust. Und mit deinem Ausatmen lass den Kopf wieder sinken, über vorne bis zum Brustbein, sodass du einen Halbkreis zeichnest. Und einatmen vom Brustbein zur rechten Schulter. Nimm deinen inneren Blick über die rechte Schulter aus, lass den Kopf wieder sinken, über vorne. Ein, richte deinen Kopf zur linken Schulter, so weit wieder auf, dass du den inneren Blick über die linke Schulter nehmen kannst. Das wiederhole einige Male ganz achtsam und ruhig, mit langem Rücken in deinem Atemfluss. Darauf, dass dein Rücken wirklich lang bleibt, nur der Kopf sinkt. Und wenn du das nächste Mal den Kopf wieder zur Mitte bringst, der Nacken sozusagen lang ist, das Kinn zum Brustbein geht, bleib hier. Und richte anschließend mit einem Einatmen die Halswirbelsäule Wirbel für Wirbel auf. Und mit einem Ausatmen beginne gleich mit den Suffikreisen in deinem Rhythmus. Und dich frei, die Beine auszustrecken.
den Beinschlag zu wechseln, sodass du bequem sitzt. Wenn du das nächste Mal vorne bist, wechsel die Richtung, kreise in die andere Richtung, mit den Schultern und Kopf mit in die Sophie-Kreise. Und wenn du das nächste Mal vorn bist, richte dich wieder in der Mitte auf. Lass deine Schultern los. Lass deinen Unterkiefer los. Spür nochmal, wie du sitzt. Wie sich deine Wirbelsäule im Sitzen anfühlt. Deine Aufrichtung. Atme noch einmal aus und öffne mit dem Einatmen wieder deine Augen. Komm direkt stehend an den Anfang deiner Matte und nimm deine beiden Blöcke mit. Wenn du im Stehen angekommen bist, schau erstmal, dass deine Füße parallel und hüftbreit stehen und dann schließ nochmal deine Augen. Und beginne mit geschlossenen Augen deine Schultern wie eine Acht zu kreisen. Während die eine über vorne nach oben geht, wenn sie nach hinten unten geht, geht die andere Schulter über vorne nach oben. Und mach die Bewegung so groß, dass du wahrnimmst, dass bis hinunter zu deinem Becken die Bewegung spürbar ist. Zieh die Schultern über vorne, nach oben zu den Ohren und dann nach hinten unten, sodass dein ganzer Brustraum mit in diese schwingende Bewegung findet. Und weil dein Brustraum in die schwingende Bewegung findet, wird auch dein Beckenraum mit tangiert. Wenn das nächste Mal deine rechte Schulter aber vorne nach oben geht, nimm den rechten Arm mit, streck ihn ganz lang zur Decke und nimm deinen Blick mit. Und dann atme aus und drehe den ganzen Körper. Füße bleiben stehen, aber der Oberkörper, das Becken, die Beine drehen mit nach rechts und dann bring den rechten Arm nach hinten und bring deine beiden großen Zehen in die Erde. Der rechte Arm geht auf Schulterhöhe. Dann atme wieder ein und bring den rechten Arm über oben, dreh dich wieder zurück aus, lass den rechten Arm über vorne sinken. Lass die Augen geschlossen und spür mal, ob die Schultern sich immer noch gleich anfühlen. Und dann atme ein und bring deine linke Schulter über vorne nach oben. Nimm den Arm mit über vorne nach oben. Den Blick mit zur linken Hand und komm in die Drehung der linken Seite. Der linke Arm geht nach hinten, der Brustraum geht mit. Der Arm geht auf Schulterhöhe. Deine großen Zehen schieben nach unten. Und dann atme wieder ein und führe den linken Arm über oben und aus, über vorne wieder zurück. Wenn du einatmest,
Gehen die Arme über die Seiten, über Aquat Salut. Wenn du ausatmest, gerne mit gebeugten Knien, halbe Vorbeuge. Nimm die Arme über die Seiten, verschränke die Hände und schieb den Scheitel Richtung Decke, die Schultern weg von den Ohren. Wenn du ausatmest, beug deine Knie, bring dein Kinn zur Brust und roll von der Basis deiner Wirbelsäule wieder auf zum Stehen. Atme ein, linke Hand gegen die Hüfte, rechter Arm über die Seite nach oben. Atme aus in die Dehnung nach links. Atme wieder ein in deine Aufrichtung und aus, lass den rechten Arm sinken. Wechsel die Seite. Ein, geht die rechte Hand in die Hüfte, der linke Arm über die Seite nach oben. Aus in die Dehnung nach rechts. Linker Fuß schiebt in die Erde. Ein, richte dich wieder auf und aus, lass den linken Arm im weiten Bogen über die Seite sinken. Einatmend über Forward Salut, ausatmend die Arme über die Seiten in die Vorbeuge. Wenn du willst, beug deine Knie dafür. Und dann krabble mit deinen Händen, soweit du kannst, auf der Erde nach links. Die Füße bleiben stehen. Bring dein Gewicht auch auf die Mitte des Fußes und schau, dass du dich so ein bisschen nach links reinziehst für die fasziale Struktur. Die Beine sind lang, nicht überstreckt. Dann komm über die Mitte zur anderen Seite, krabble über die Mitte mit beiden Händen nach rechts, so weit wie das geht. Bleib auch hier für ein, zwei Atemzüge. Und dann mit deinem Einatmen wieder zurück in die Mitte. Lass dich nochmal aushängen in der ganzen Vorbeuge. Und dann atme ein in Monkey, heb den Oberkörper parallel zum Boden und aus. Mach einen Schritt nach hinten für Side Warrior. Das rechte Bein gleitet nach hinten. Ein Ampelei machen, um den Hund nicht zu stören. Genau, Side Warrior. Den Side Warrior, schaust, das linke Knie über der Ferse bleibt und lass den rechten Arm über vorne nach unten sinken und auspendeln, sodass nochmal die Schulter in eine angenehme Bewegung kommt, die Faszien entspannen können. Und dann komm zum Stillstand und lass die linke Hand, also der Arm, der auf dem Bein ist, Richtung Boden oder Block sinken. Leg die linke Hand auf der Innenseite des linken Beines auf Boden oder Block und bring den rechten Arm über hinten nach oben. Schieb die Schulter weg von den Ohren Richtung Decke. Du kannst den Block gerne in die höchste Position nehmen, so dass es für dich günstig ist. Gib nochmal Kraft in die rechte Außenseite der Ferse. Und dann atme aus, lass den rechten Arm über hinten wieder nach unten sinken auf Block oder Matte. Und ein, bring den linken Arm über die Seite nach oben. Wenn du ausatmest, linker Arm zurück Richtung Block oder Matte. Und dann kommt von hier erneut in die stehende Vorbeuge. Ausatmen, beugt die Knie, roll Wirbel für Wirbel auf zum Stehen. Einatmen, über Aquat Salut, aus in die Vorbeuge. Einatmen den Monkey und aus geht dein linkes Bein für Side Warrior nach hinten. Und dann lass den linken Arm über vorne nach unten sinken und den Arm mit pendeln, sodass die Schulter wieder entspannen darf. Dann im Atem zum Stillstand und bring den linken Arm über hinten nach oben.
Und den rechten, auf der Innenseite des rechten Beins Richtung Block oder Matte. Gib Kraft in die hintere linke Ferse. Und schau, dass das Knie vorne über deiner Ferse bleibt und nicht nach innen kippt. Wenn du wieder ausatmest, geht die linke Hand Richtung Block oder Matte. Der rechte Arm über die Seite nach oben. Und dann atme aus. Rechte Hand auf Block oder Matte. Stehende Vorbeuge. Atme hier tief ein und vollständig aus. Und wenn du wieder ausatmest, beug deine Knie, bring dein Kinn zur Brust und roll Wirbel für Wirbel auf zum Stehen. Mit deinem Einatmen über Upward Salut, mit deinem Ausatmen nimm die Hände über vorne. Und dann atme ein, beug die Knie, löst die Fersen, streck die Arme auf Schulterhöhe. Atme aus, stell dich wieder hin. Atme ein, beug die Knie, löst die Fersen, streck dich ganz nach oben. Atme aus, stell dich wieder hin, die Arme über die Seite. Atme ein, der rechte Fuß geht über das linke Knie. Atme aus, setz dich nach hinten unten, bring die Arme über vorne nach oben. Mit deinem nächsten Ausatmen stell dich wieder hin. Wechsel die Seite. Ein geht der linke Fuß über das rechte Knie. Aus, gesäß nach hinten, Arme, Oberkörper heben. Mit deinem Ausatmen wieder hinstellen. Füße parallel und hüftbreit. Mit deinem Einatmen Knie beugen. Fersen lösen, Arme auf Schulterhöhe. Ausatmen, wieder hinstellen. Ein, streck dich wieder ganz lang nach oben, Fersen weg von der Erde. Aus, wieder hinstellen. Ein, geht nochmal der rechte Fuß über das linke Knie. Aus, gesäß nach unten, Oberkörper, Arme nach oben. Aus, wieder hinstellen. Die linke Seite. Ein, beug die Knie, löst die Fersen, streck dich ganz lang, bleib hier. Und die Schulterblätter los. Und mit deinem nächsten Ausatmen schau, dass die großen Zehen kraftvollen Kontakt und auch die großen Zehenbeine mit der Erde haben. Und dann löst die Arme wieder über die Seiten und stell deine Fersen langsam ab. Schließ deine Augen und spüre in deinen Schultergürtel. Wenn du wieder einatmest, öffne deine Augen, schließe über Upward Salut, ausatmend in Monkey. Einatmend mit rechts wieder einen Schritt nach hinten in Side Warrior. Ausatmend, bring den rechten Arm über vorne wieder nach unten auf Block oder Matte, den linken über die Seite nach oben. Ausatmen, lass den linken Arm nach unten sinken, streck dein linkes Bein und krabble mit deinen Händen zu deinem rechten Bein, sodass du in die Grätsche kommst, die Hände unter die Schultern gehen. Du hast jetzt die lange Mattenkante zur Verfügung. Wenn du ausatmest, Füße parallel, roll dein Becken ein, runde den Rücken, bring den Kopf zum Bauchnabel. Wenn du einatmest, beug die Knie, länge deine Wirbelsäule. Aus,
Die Beine strecken, Becken, Kopf, Rücken wird rund. Ein, beug die Knie, länge die Wirbelsäule. Fühl dich frei in der Wiederholung, deine Blöcke zu benutzen, mach's dir leicht. Wenn du das nächste Mal die Knie gebeugt hast, der Rücken rund ist, bring die linke Hand mit oder ohne die Knie gebeugt sind, der Rücken lang ist, bring die linke Hand unter dein Gesicht auf Block oder Erde, den rechten Arm über die Seite nach oben, dein Becken bleibt, wo es ist, die Knie bleiben, wo sie sind. Atme wieder aus, die rechte Hand zurück zur Erde. Ein, wechsel die Seite. Aus, linke Hand zurück zur Erde oder Block. Aus, heb die rechte Ferse, dreh den Fuß, krabbel mit deinen Händen zu deinem rechten Fuß. Einatmend, Side Warrior auf der rechten Seite. Ausatmend geht der linke Arm über vorne nach unten auf Block oder Matte. Einatmen, der rechte über die Seite nach oben. Ausatmen, die rechte Hand wieder zurück zur Matte. Krabbel mit deinen beiden Händen wieder zur langen Mattenkante. Streck das rechte Bein, dreh den Fuß und lass dich nach unten aushängen. Atme hier tief ein und lang aus. Lass deinen Kopf los und spür, wie vielleicht die Brustwirbelsäule sich entspannt. Wenn du magst, dreh deinen Kopf gerne oder mach eine Nickbewegung. Atme hier noch einmal ein und mit dem Ausatmen beug deine Knie. Krabbele mit beiden Händen zu deinem linken Fuß, dreh den linken Fuß und komm so zurück in die stehende Vorbeuge. Sodass du jetzt wieder am kurzen Ende deiner Matte stehst. Mit deinem nächsten Ausatmen beug die Knie, roll Wirbel für Wirbel auf zum Stehen. Mit deinem Einatmen über Upward Salute. Ausatmend in Monkey. Mit deinem Einatmen geht dein linkes Bein nach hinten für Side Warrior. Mit deinem Ausatmen der linke Arm über vorne nach unten Richtung Block oder Matte. Ein, der rechte Arm über die Seite nach oben. Ausatmen, die rechte Hand zurück zu Block oder Matte, streck das rechte Bein und dann krabble wieder über die Mitte, dreh den Fuß, sodass du in der Grätsche bist, Hände unter die Schultern. Ausatmend, beug die Knie, länge deine Wirbelsäule. Quatsch, rede ich denn einatmen, Entschuldigung. Ausatmen, streck die Beine, roll Becken und Kopf ein. Einatmen, die Knie wieder beugen, der Rücken wird lang. Und so finde in der Wiederholung deinen Rhythmus. Nutze gern die Blöcke unter den Händen. Denk daran, dass es dir möglichst leicht fallen soll.
Wenn deine Knie wieder gebeugt sind, der Rücken lang ist, bring die rechte Hand unter dein Gesicht oder auf den Block, also Erde oder Block, aber unter dein Gesicht. Und dann öffne mit dem Einatmen den linken Arm über die Seite nach oben, aus, wieder zurück. Ein, öffne den rechten Arm über die Seite nach oben, aus, wieder zurück. Ein, krabble mit deinen Händen zu deinem linken Fuß, dreh den Fuß. Side Warrior. Rechte Ferse schiebt von dir weg. Mit deinem Ausatmen geht der rechte Arm über vorne wieder nach unten zur Erde oder Block, der linke über die Seite nach oben. Mit deinem Ausatmen der linke Arm wieder zurück. Streck das linke Bein, dreh dich wieder zurück in die Grätsche, lass dich aushängen, schalte zur Erde, langer Nacken. Nimm dein Gewicht auf deine beiden Füße. Schau, dass du stabil stehst, dass der ganze Fuß dein Gewicht tragen darf. Das nächste Mal einatmest, krabbele mit deinen Händen zu deinem rechten Fuß, dreh den Fuß und mit deinem Ausatmen komm wieder in die stehende Vorbeuge. Atme hier ein und aus, beug die Knie, bring dein Kinn zur Brust, roll Wirbel für Wirbel auf zum Stehen. Ein über Upward Salute, aus in Tadasana. Schließe hier deine Augen und spüre deinen Körper. Spüre deinen Schulterngürtel, deinen Brustraum. Spüre deinen Beckenraum. Spüre deine Beine, deine Füße. Lass deinen Atem frei fließen, den Unterkiefer los. Und lass dich vom Kopf bis zu den Füßen in deine Matte hineinsinken. Spüre, wie du liegst, wie du da bist, in deinem Körper, wie präsent du in deinem Körper bist. Und wo es vielleicht in deinem Körper kribbelt, wird, strömt. Spüre auch, wo in deinem Körper vielleicht so etwas wie schwarze Flecken sind, wo nichts strömt, wo du gar nichts wahrnimmst, wo es dir sogar schwerfällt, wahrzunehmen, wie dein Körper da ist, wo du vielleicht keine Empfindung für den Bereich deines Körpers hast. Spüre um des Spürens willen, ohne zu bewerten. Nimm wahr, ob du vielleicht den einen oder anderen Körperbereich wie Schultern, wie Becken, Füße nochmal entspannen kannst. Vielleicht auch der Unterkiefer noch mehr sinken darf. Und so dein ganzer Körper sich vom Kopf bis zu den Füßen noch ein bisschen mehr an die Erde anschmiegen darf.
Werde dir deine Schultern, deine Arme bewusst. Spüre den großen Brustmuskel rechts und links. Nimm den Raum in deinem Brustraum wahr. Nimm den Atem in deinem Brustraum wahr, in der Bewegung, die er verursacht durch sein Kommen und Gehen in deinem Brustraum. Und gönne dir, wahrzunehmen, ohne den Atem zu beeinflussen. Dein, dass dein Empfinden ist, dass dein Brustraum weit und leicht ist. Dass er sich anfühlt wie ein Ballon, immer wenn der Einatem einströmt, ganz weit wird, groß. Und mit dem Ausatmen ganz sanft auf seine ursprüngliche Position wieder zurücksinkt. Kann sein, dass du die feine Atemströmung nicht nur in deinem Brustraum, sondern auch im Bauchraum und im Beckenraum erspürst. Bleib in der Feinheit, in der Spürsamkeit. Beobachte das Fließen deines Atems und seine Wirkung, seinen Weg durch deinen Körper. Beobachte genussvoll. Beobachte frei von Zielen. Beobachte so, dass es möglich ist, dich selbst zu überraschen. Finde in deinem eigenen Tempo an Händen und Füßen zurück in die Bewegung. Strecke dich und strecke dich. Recke dich. Wenn du wieder sitzt und aufgerichtet bist, schließe nochmal deine Augen.